Zeuge Jakob Fries, Stuckateur, 51 Jahre alt, 66. Verhandlungstag, 16.07.1964. Herr Fries, Sie haben das Recht, nach dem Gesetz die Aussage zu verweigern auf Fragen, die Sie selbst belasten würden, das heißt, deren wahrheitsgemäße Beantwortung Sie der Gefahr einer strafgerichtlichen Verfolgung aussetzen würden. Sie haben aber auch das Recht, die gesamte Aussage zu verweigern, wenn Sie im Wesentlichen alle Fragen nicht beantworten könnten, ohne sich selbst zu belasten. Haben Sie das mitbekommen? Zunächst Ihre Personalien. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage, die Sie jetzt machen, auf ein Tonband aufnehme, zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Herr Fries, Sie heißen mit Vornamen Jakob. Ja. Wie alt sind Sie? 52. Ja. Da sind Sie wie alt? 52. Noch, ja, 52, nein, 51 Jahre. Ja, werde ich 52. Nächstes Jahr. Ja. 51 Jahre alt, Sie sind verheiratet? Ja. Von Beruf? Stuckateur. Wohnhaft in? Albertshofen. Und sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Bitte? In Albertshofen. Herr Fries, Sie sollen hier uns eine Bekundung machen zu der Frage, wann der ehemalige SS-Unterscharführer bzw. Oberscharführer Stiewitz dem sogenannten Arbeitsdienst im Lager Auschwitz zugeteilt worden ist. Wissen Sie das? Kennen Sie Stiewitz? Oder haben Sie ihn gekannt? Er ist, glaube ich, nicht mehr am Leben. Ist mir bekannt gewesen, ja. Ja, er ist Ihnen bekannt gewesen. Und was wissen Sie davon, wann er zu dem sogenannten Arbeitsdienst kommandiert wurde? Herr Vorsitzender, wissen Sie nicht? Das ist unmöglich. Ja. Wissen Sie, ob er erst im Jahr 1943 dorthin kommandiert worden ist? Was waren doch. Sie denn in Auschwitz? Auch Arbeitsdienstführer. Wann sind Sie denn zum Arbeitsdienst gekommen? Im Sommer 1942. Im Sommer 1942, ja. War damals Stiewitz schon da? Nee. Nein? Da war Hössler und Schoppe. Ja. Und haben Sie gar keine Vorstellung mehr, wann Stiewitz dazu gekommen ist? Ob noch im Jahr 1942? Kann ich nicht bestimmt sagen. Sie können es nicht bestimmt sagen. Herr Rechtsanwalt Erhard. Die Aussage genügt mir. So. Im Sommer 1942, sagt er, als er nach Auschwitz kam, war Stiewitz noch nicht beim Arbeitsamt. Genau. Dass er das im Übrigen datenmäßig nicht mehr angeben ja. kann, das halte ich eigentlich für sogar für selbstverständlich. Gut. Darf ich vielleicht auch ja. Gelegenheit nehmen, noch ein paar Fragen an den Zeugen zu richten? Herr Fries, ist es richtig, dass Sie wegen Ihrer Tätigkeit in verschiedenen Konzentrationslagern zu einer Zuchthausstrafe von 13 Jahren verurteilt worden sind? 14. 14 Jahre. Ja. Ich habe die letzte Frage nicht mitbekommen, Herr Staatsanwalt. Wie war das? Der Zeuge Fries ist wegen seiner Tätigkeit in verschiedenen Konzentrationslagern zu einer Gesamtzuchthausstrafe von 14 Jahren ja. verurteilt worden. Ja. Seit wann ist Ihnen das Beweisthema bekannt, zu dem Sie hier als Zeuge benannt worden sind? Wie, jetzt? Ja. Oh, nix. In der Ladung ist Ihnen das nicht mitgeteilt worden? Nein, nix. Dann muss ich Ihnen vorhalten, was Sie bei Ihrer Vernehmung durch den Untersuchungsrichter am 23. November 1961 ausgesagt haben. Die Vernehmung beginnt, sie befindet sich Platz 10.564 der Akten. Zur Sache. Im Sommer 1942 bin ich nach Auschwitz gekommen. Nach circa 4 Wochen wurde ich als Arbeitsdienstführer eingesetzt. Meine Funktion erstreckte sich nur auf das Stammlager. Und dann kommt's. Die gleiche Funktion wie ich hatten Schoppe, Stiewitz und eine weitere Person, deren Name mir entfallen ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob der schon da war. Also wenn ich hingekommen bin, war der Stiewitz nicht dabei, das weiß ich. Na, also nach dieser Formulierung in der Vernehmungsniederschrift spricht doch alles dafür, ja, dass außer Ihnen auch der Stiewitz damals schon als Arbeitsdienstführer tätig war. Nein, das war er nicht. Wenn ich hingekommen bin, war Hössler und Schoppe Arbeitsdienstführer.
Nein, ja. Sie haben aber doch nicht Hössler und Schoppe zusammen in Zusammenhang gebracht, sondern Schoppe, Stiewitz und eine weitere Person, deren Namen mir entfallen ist. Dann geht es weiter. In den ersten 4 Wochen meines Aufenthalts wurde ich von Hössler eingewiesen. Ja, das stimmt. Ja. Aber danach, das spricht doch dafür, dass Stiewitz damals schon tätig war als Arbeitsdienstführer, als Sie hingekommen sind. So viel, wie ich in Erinnerung habe, waren noch nicht dort. Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, das sind 22 Jahre. Ich war selber fast 13 Jahre in Haft. Das ist mir unmöglich. Ich kann nicht sagen, er war tot und ich kann nicht sagen, er war nicht tot. Wie lange sind Sie denn in Auschwitz geblieben? Bis Ende 42. Bis Ende 42? Ja. Höchstens Anfang 43. Ich bin Ende 42 in Urlaub gefahren, dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich versetzt worden zu Panzer. Also war doch auf jeden Fall, bevor Sie weggekommen sind, der Stiewitz Arbeitsdienstführer. So viel mir bekannt ist, ist der Emmerich dahin gekommen. Ja, also wie erklären Sie sich denn dann diese Vernehmungsniederschrift vom November 1961? Ich sage ja, es besteht die Möglichkeit, ich kann es aber nicht mehr hundertprozentig sagen. Schwierigkeiten, zu einer Truppe zu kommen? Ja. Welche? Ja, ich habe ein paar Mal Gesuche gemacht zur Versetzung, da hätten sie mich beinahe eingesperrt. Ist aber nichts passiert? Nein. Und dann ging es ohne Sang und Klang ja. Zur Truppe? Anfangs 43. Ja. Dankeschön. Herr Fries, Sie waren auf der Rampe, als Selektionen stattfanden. Ist das richtig? Ja. Haben Sie da, Sie wissen Sie, wer hier angeklagt ist? Der Zeuge ist nicht zu diesem Beweisthema genannt. Es gibt darauf keine Antwort. Wissen Sie entscheiden, ich habe einen Widerspruch erhoben, Herr Staatsanwalt. Ich habe gesagt, ich gebe darauf keine Antwort. Ja gut, dann darf ich da annehmen, dass Sie warten, bis das Gericht sich dazu geäußert hat. Also, warum soll denn die Frage unzulässig sein? Weil der Zeuge zu einem ganz bestimmten Beweisthema seitens der Verteidigung benannt worden Jawohl. Ist. Und für weitere Beweisthemen bin ich nicht vorbereitet. Sie sind im falschen Gerichtsgebäude hier. Für weitere Beweisthemen bin ich in diesem Verfahren noch nicht vorbereitet. Wenn der Zeuge zu weiteren Beweisthemen genannt werden soll, bitte ich einen entsprechenden Antrag zu stellen. Na also, Herr Rissmann, das sind ja ganz neue Methoden, die ich bisher noch nie erlebt habe. Also, was ist hier, Sie fragen ihn, ob er auf der Rampe bei Selektionen dabei war. Dabei war, das hat er bejaht, und ob bei dieser Rampe er auch, auf dieser Rampe er auch Angeklagte gesehen hätte von heutigem Prozess. Ich wollte ihn zunächst fragen, ob er weiß, wer hier angeklagt ist, ja. Ob er das aus der Zeitung und, kennt, die Namen. Sie widersprechen der Zulassung dieser Frage, Rechtsanwalt Erhard. Also schreiben Nein, Sie, Rechtsanwalt Gerhard. Gerhard, schreiben Sie ins Protokoll. Staatsanwalt Kügler stellt die Frage an den Zeugen, ob er wisse, wer in diesem Prozess hier angeklagt sei. Rechtsanwalt Gerhard widerspricht der Frage. Der Vorsitzende lässt diese Frage zu. Worauf Rechtsanwalt Gerhard einen Gerichtsbeschluss erbittet. Ja, ich habe so. Das ergänzt eben noch, dass ich nicht vorbereitet bin auf die weiteren Aussagen des Zeugen ja. Zu diesen hier gestellten Fragen. Ja. Ja, wir auch nicht, Herr Rechtsanwalt Gerhard, nebenbei bemerkt. Ja. Schön. Aber. Dann würde ich den Antrag der Staatsanwaltschaft an, die Frage zuzulassen. Wollen Sie gleich noch weitere Fragen stellen, Herr Rechtsanwalt Kügler, damit wir das nachher auf einmal entscheiden? Herr Staatsanwalt Kügler, ja. Ja. Ich will dann, Sie ist heute sehr heiß, meine Herren. Nachdem ich will dann den Zeugen fragen, ob er einen der Angeklagten hier auf der Rampe beobachtet hat und was dieser Angeklagte gegebenenfalls dort getan hat. Ja, der Staatsanwalt stellt die weiteren Fragen, ob er der Zeuge einen der hier anwesenden Angeklagten auf der Rampe beobachtet habe und welche Tätigkeit dieser dort ausgeführt habe. Und wie die Vorgänge auf der Rampe sich im Allgemeinen abgespielt Und haben. Und wie sich die Vorgänge auf der Rampe im Allgemeinen abgespielt hätten. Rechtsanwalt. Also, ich weitere Frage anschließen. Ich bitte dann den Herrn Vorsitzenden, an den Zeugen die Frage zu richten. Speziell, ich schließe mich all diesen Fragen an, inwieweit der Zeuge über die Tätigkeit des Angeklagten Mulka bei Selektionen im Besonderen und im Allgemeinen hinsichtlich seiner Adjutanten Funktion unterrichtet ist. Ich darf dann gleich der
Verhandlungsökonomie wegen Stellung nehmen zu diesem Antrag des Verteidigers, diese Fragen nicht zuzulassen. Das fällt rechtlich schwer. Ich glaube, hier sind gewisse Begriffsbestimmungen der Zivilprozessordnung mit der Strafprozessordnung durcheinandergekommen. Es besteht gar kein Zweifel, dass die Berechtigung besteht, einen Zeugen, der nun einmal geladen ist, zum Gesamtkomplex zu hören. Das ist nämlich der Inbegriff der Wahrheitsfindung, für die hier so gestritten worden ist, unter vielfachen Vorzeichen. Ich bitte dementsprechend, die Fragen zuzulassen. Weißmal Stolling 2. Herr Direktor, ich widerspreche nicht der Fragestellung durch die Staatsanwaltschaft. Ich bin aber, die Staatsanwaltschaft ist nach meiner Auffassung berechtigt, diese Fragen zu stellen. Aber ich bin der Meinung, und ich stelle hiermit den Antrag, dass das Verfahren zunächst ausgesetzt werden muss, damit der Verteidigung Gelegenheit gegeben wird, Erkundigungen über dieses neue Beweismittel hinsichtlich der von uns vertretenen Angeklagten anzustellen. Ich stelle also hiermit diesen Antrag. Und worauf stützen Sie diesen Antrag? Bislang ist dieser Zeuge nur von Herrn Rechtsanwalt Erhard benannt worden für ein ganz bestimmtes Beweismittel. Beweisthema. Insoweit könnte ich eine Aussetzung nicht beantragen. Jetzt aber wird der Zeuge doch offensichtlich als ein weiteres Beweismittel, als ein Beweismittel für weitere Beweisthemen, auch hinsichtlich der von mir vertretenen Angeklagten, benutzt und offensichtlich durch die Fragestellung doch hier in den Prozess eingeführt. Er ist aber so spät in diesen Prozess, von der Staatsanwaltschaft wird er jetzt nunmehr so spät eingeführt, dass ich erst die Gelegenheit haben muss, die notwendigen Erkundigungen einzuziehen. Und auf welche gesetzliche Bestimmung stützen Sie? Auf Paragraph 246, wenn ich es genau im Kopf habe. Ja. Oder Absatz 2. Danke sehr, Herr Rapp. Ja, es wollte dann noch das Wort haben der Rechtsanwalt Eckert. Nein, es ist erledigt. Ich meine, zu diesem Fragenkomplex, der bis jetzt dem Zeugen vorgelegt wurde, ja, hätte ich, nachdem der Herr Staatsanwalt nun weitere Fragen gestellt hat, jetzt noch eine Frage zur Klarstellung an den Zeugen. Könnte die noch gestellt werden? Ja, bezieht sich das auf... Nur auf das, was bisher, also auf das von mir angegebene Beweisthema. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, Sie haben eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dem Staatsanwalt geantwortet, Sie wüssten nicht mehr genau, wann Stiebitz im Jahre 1942 zum Arbeitsdienst gekommen ist. Habe ich Sie so richtig verstanden? Ja. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage oder in Ihrer Erinnerung, dass als Sie zum Arbeitsdienst kamen, Stiebitz noch nicht beim Arbeitsdienst war? Ich spreche dieser Frage. Sie ist ausführlich beantwortet auf Fragen des Staatsanwalts Vogler. Er hat gesagt, es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ja, also insofern haben Sie etwas Falsches unterstellt. Bleiben Sie dabei, haben Sie gesagt, der Zeuge hat als letzte Aussage hier uns gesagt, im Sommer 42. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, ob er nicht da war. Ich weiß auch nicht, ob er schon da war. Jedenfalls, ich muss diese Frage offen lassen. Ich habe ihn anders verstanden, Herr Vorsitzender. Er wurde gefragt zunächst, wann er weggekommen sei. Und dann wurde er gefragt, ob denn überhaupt damals schon der Stiebitz beim Arbeitsdienst war. Da sagte er, im Sommer war er da. Der Herr Staatsanwalt hat dem Zeugen den Vorhalt gemacht. Sie haben vorhin gesagt, bei meinem Eintreffen bei dem Arbeitsdienst war der Zeuge Stiebitz oder der Arbeitsdienstführer Stiebitz noch nicht da. Wieso kommt es, dass Sie früher die und die Aussage gemacht haben? Daraufhin hat der Zeuge geantwortet, ich weiß nicht mit Bestimmtheit, ob er damals wirklich nicht da war. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch da gewesen. Ich weiß weder das eine noch weiß ich das andere. So war es. So habe ich ihn nicht verstanden. Dann bitte ich ihn noch mal zu fragen. Rechtsanwalt, es ist möglich, dass Stiebitz im Sommer 42 schon Arbeitsdienstführer war. Es kann aber auch sein, dass er erst später kam. Ja, so habe ich ihn ja auch verstanden. Ich bestreite ja nicht und habe nie behauptet, dass der Stiebitz im Sommer 42 nicht Arbeitsdienstführer war. Mir geht es darum, um den einzigen Zeitpunkt, als der Zeuge von einem anderen KZ nach Auschwitz versetzt wurde. Ja. Und dort sofort dem Arbeitsdienst zugewiesen wurde, um ihn dann später zu übernehmen. Und nach seiner früheren Aussage ist er 4 Wochen von dem bisherigen Arbeitsdienstchef eingearbeitet worden. Ja. Ob in dem Zeitpunkt, als er nun dort mit einigen SS-Leuten den Arbeitsdienst bearbeitete, der frühere Unter- oder Oberscharführer Stiebitz schon beim Arbeitsdienst war. Da hat er gesagt, es ist möglich. Das möchte ich von ihm wissen.
Und da hat er ja schon gesagt, das ist schön. Nein, im Sommer ist er nachher dabei gewesen. Ich frage, ob er in dem Zeitpunkt schon dabei war. Also, Herr Fries, haben Sie das verstanden, was der Rechtsanwalt von Ihnen will? Tja. Bitte schön. Also, Herr Fries. Herr Vorsitzender, ich kenne mich jetzt überhaupt noch mal aus mit der Verordnung. Nein. Geben Sie Acht. Wie Sie nach Auschwitz gekommen sind, sind Sie doch direkt zum Arbeitsdienst gekommen. Ja, also eigentlich will man. Und als Sie da hingekommen sind, war da der Stiewitz schon da oder war er nicht da? Ich glaube nicht. Ich kann es aber nicht tun, aber es ist nicht so. Gut. Ist die Frage beantwortet? Dankeschön. Das ist alles sehr einfach. Ich möchte noch Stellung nehmen zu den Ausführungen von Rechtsanwalt Stolkow 2 hinsichtlich des Aussetzungsantrags. Ja. Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt der Verteidigung, jede Möglichkeit zu lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sich dieser 246 Absatz 2 das Recht, die Aussetzung zu verlangen, lediglich auf die Unterrichtung über die Person des zu vernehmenden Zeugen bezieht. Dieser Oder-Satz des Beweisthemas kann hier keine Bedeutung haben. Über die Person des Zeugen aber sich zu unterrichten, hatte der Rechtsanwalt Stolting II bereits die Möglichkeit, wenn er die Aussage des Zeugen Schupper, der am Freitag vernommen wurde, gelesen hatte und dort die Bemerkung über den Zeugen fand, der in eine Einheit und in eine Parallele zu dem angeklagten Kadok gesetzt wurde. Genauso wie hier also gesagt wurde, der Nebenklage gegenüber, man hätte sich die Möglichkeit gehabt, nachdem bereits der Beweisantrag gestellt war, sich über den Zeugen zu unterrichten. Der 246 will nur ausschließen, dass ein Verteidiger überrascht wird durch die Stellung eines Antrages hinsichtlich des Beweismittels. Dass er die Richtigkeit oder die Echtheit und den Wert des Beweismittels zu prüfen in der Lage ist, nämlich hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Ich glaube, diese Möglichkeit bestand und ich bitte dementsprechend den Antrag des Rechtsanwalts Stolting II zurückzuweisen. Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir. Selbstverständlich. Darf ich in diesem Zusammenhang noch Folgendes sagen? Die Unterrichtung hat auch schon stattgefunden, denn der Zeuge Fries hat in diesem Verfahren eine gar nicht unerhebliche Rolle gespielt, im Ermittlungsverfahren und in der Voruntersuchung. Vernehmungen von ihm, und die haben dem Herrn Verteidiger ja vorgelegen und liegen ihm noch vor, befinden sich auf Blatt 9182, 9245, 10564 und 11382. Der Zeuge ist auch durch Gerichtsbeschluss außer Verfolgung gesetzt worden in diesem Verfahren. Ein Wort zu dieser Stellungnahme der Staatsanwaltschaft. Sie ist insoweit rein tatsächlich unrichtig, als die Vernehmungen uns eben gerade nicht vorliegen. Denn die Verteidigung hat nicht damit gerechnet und konnte deshalb, da wir nicht in der Lage sind, die 90 Aktenbände immer hier zu haben, jetzt für diesen Moment die Akten sich nicht besorgen. Ich wollte damit nur sagen, dass die Verteidigung Gelegenheit gehabt hat, sich die Verfahrensakten vor Eröffnung des Verfahrens durchzulegen. Meine Herren, Sie haben die Fragen gehört, die gestellt werden sollen. Wir haben jetzt eine Pause bis um 14:30. Die Gerichtsakten stehen den Herrn Verteidigern zur Einsichtnahme offen. Um 14:30 wird die Sitzung fortgesetzt. Jetzt wird eine Pause eingelegt. Ich will nur meinen Anspruch zurücknehmen, den ich gegen die Fragestellung erhoben habe, weil der Anspruch als solches nicht zulässig ist, nachdem darüber hinaus der nach meinem Ansatz richtige Antrag nach 246 gestellt worden ist. Ja. Herr Vorsitzender, es ist jetzt schon 14:45. Ja. Können wir nicht etwas länger? Vielleicht etwas länger. Meine Herren, wenn wir pünktlich um 12 Uhr Schluss gemacht haben, um 13:30 angefangen, jetzt ist es 11:45. Ich bitte also darum. Nun, also wenn ich Ihnen einen persönlichen Gefallen tun kann, um 14:45. Bezüglich der Person dieser Zeugen haben sich alle Prozessbeteiligten in der Zwischenzeit das nötige Bild machen können. Bezüglich aber der Tatsachen, die hier unter Beweis gestellt werden sollen, gelten einstweilen nur die Tatsachen als rechtzeitig angemeldet und vorgetragen, die von dem Rechtsanwalt Erhard in seinem Beweisantrag genannt worden sind. Wenn nun die geladenen Zeugen über andere Tatsachen gefragt werden sollen, scheint dem Schwurgericht die Auffassung des Rechtsanwalts Stolting richtig zu sein, dass insoweit den Verteidigern auch die Gelegenheit gegeben werden muss, sich entsprechend vorbereiten zu können. Also, Herr Staatsanwalt, wenn Sie außer oder über die
Fragen des Herrn Rechtsanwalt Erhard hinaus andere Komplexe mit den Zeugen behandeln wollen, dann bitte geben Sie das an. Wir müssen dann zu einem anderen Zeitpunkt die Zeugen beiladen und den betreffenden Prozessbeteiligten Gelegenheit geben, sich vorzubereiten. Herr Staatsanwalt Küchler, nicht? Bei Ihnen war es. So. Ebenso der Herr, glaube ich, der Rechtsanwalt Kaul, der wollte auch Fragen stellen. Ich habe keine Fragen, keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen mehr. Also es dreht sich hier bei dem Fries um die Fragen, so steht es jedenfalls im Beweisantrag, dass der ehemalige SS unter Scharführer bzw. Oberscharführer Stiewitz erst im Jahr 1943 dem sogenannten Arbeitsdienst im Lager Auschwitz zugeteilt wurde. Diese Frage konnte der Zeuge Fries nicht eindeutig beantworten. Er hat gesagt, ich bin 1942 hingekommen. Ob damals der Stiewitz schon im Arbeitsdienst war, kann ich mit Bestimmtheit weder bejahen noch verneinen. Ich hätte eine Zusatzfrage an den Zeugen in diesem Zusammenhang. Herr Zeuge, ist es richtig, dass nie mehr als 3 Arbeitsdienstführer im Lager eingesetzt waren? Meines Wissens noch, ja. Sie haben dann gesagt... Ich halte mich für verpflichtet, dem Gericht folgende Mitteilung zu machen. Ich mache sie in diesem Stadium des Verfahrens und auch noch schon vor der Vernehmung des anderen Zeugen, weil ich alle Sensationen und alle Auseinandersetzungen vermeiden möchte. Als ich unmittelbar nach der Mittagspause meinen Wagen von der Reparatur holte, ihn abstellte und dann in das Gerichtsgebäude betrat, musste ich die Straße überqueren. An dieser Straße links vom Eingang des Gerichtsgebäudes, etwas abseits stehend, stand der hier als Verteidiger tätige Rechtsanwalt Erhard, der hier als Verteidiger tätige Rechtsanwalt Steiger, und unterhielten sich mit dem Zeugen Fries und mit dem anderen Zeugen Engelschall, der noch vernommen werden soll. Und als ich vorbeiging, es liegt mir nicht, auf fremde Gespräche zu achten, hörte ich von Rechtsanwalt Erhard folgende Bemerkung zu dem zweiten Zeugen, den wir noch hören werden. Sie müssen sich daran erinnern. Übrigens, überlegen Sie mal, einen zeitlichen Anhaltspunkt werden Sie schon finden. Ich bin dann vorbeigegangen. Sie müssen sich daran erinnern. Ja, ja. Überlegen Sie mal. Ja. Einen zeitlichen Anhaltspunkt werden Sie schon finden. Ich bin, da ich keinen Bleistift bei mir hatte, sofort ins Restaurant reingegangen hier unten und habe diese Worte wörtlich notiert. Sie erfolgten 12.50 Uhr. 12.50 Uhr haben sich die beiden hier als Verteidiger tätigen Anwälte mit dem bereits vernommenen Zeugen, dessen Vernehmung noch nicht abgeschlossen war, und mit dem noch zu vernehmenden Zeugen nicht nur über das Beweisthema unterhalten, sondern sie haben ausweislich dieser Bemerkungen, die ich angehört habe und deren Richtigkeit ich zu beeiden jede Minute bereit bin, die Zeugen eindeutig beeinflusst. Ich möchte darauf hinweisen, ich selbst habe diesen Ton, der von der Verteidigung, der einem Teil der Nebenklage, jedenfalls soweit ich sie vertrete, gegenüber angeschlagen wurde, nie gebilligt. Seit 12 Jahren verteidige ich politisch in der Bundesrepublik und ich habe den Gegner immer geachtet. Ich habe hier meinen alten Freund Dürrmeier noch nicht einmal vor seiner Vernehmung persönlich begrüßt, um jeden Anschein auch nur zu vermeiden. Ich halte es für unmöglich, dass die beiden Verteidiger in diesem Zusammenhang über die Objektivität verfügen und über die innerliche Unabhängigkeit nach dieser offensichtlichen Zeugenbeeinflussung, dass sie zumindest im Zusammenhang mit diesem Beweisthema weiterhin als Verteidiger tätig sein können. Ich beziehe mich in diesem Zusammenhang auf einen nicht ganz unbekannten und hier in diesem, wenn auch nicht in diesem Saal, so doch in diesem Verfahren bereits mehrfach erwähnten Beschluss. Ich habe es für meine Pflicht gehalten, das Schwurgericht vorher von diesen Dingen in Kenntnis zu setzen. Ich wiederhole noch einmal, ich bin bereit, die Richtigkeit dieser Angaben wörtlich zu beeilen. Ich darf kurz zu den Ausführungen des Herrn Dr. Kaul Stellung nehmen. Die Verteidiger und Rechtsanwälte sind selbstständige Organe der Rechtspflege. Das ist gesetzlich verankert. Wir haben uns, das ist richtig, mit den beiden Zeugen auf der Straße unterhalten. Es ist aber weit hergeholt und entbehrt jeglicher Grundlage, der Verteidigung zu unterstellen, wir hätten die Zeugen in irgendeiner Weise beeinflussen wollen. Es muss der Verteidigung als Prozessbeteiligten ebenso gestattet sein,
wie der Staatsanwaltschaft, an einen Zeugen, auch wenn er vernommen worden ist oder seine Weitervernehmung beabsichtigt ist, Fragen zu stellen. Der Verteidiger muss selbst als Anwalt und selbstständiges Organ der Rechtspflege beurteilen können, wie weit er bei der Befragung von Zeugen gehen kann. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch Vernehmung dieses Zeugen war es durchaus angemessen und eventuell auch im Sinne der Verteidigung angebracht, an den Zeugen Fragen zu stellen. Wir haben das getan. Ich war nicht während der gesamten Unterhaltung des Herrn Kollegen Erhardt mit den beiden Zeugen anwesend, sondern nur zeitweilig. Ich habe keine Veranlassung und wir beide haben keine Veranlassung, hier also irgendetwas irgendwie gerade oder richtig zu stellen. Aber wir müssen uns mit aller Entschiedenheit dagegen verwehren, dass wir in dieser Form hier in diesem Prozess angegriffen werden. Es ist, wie gesagt, in die Verantwortung des Anwalts als selbstständigen Organ der Rechtspflege gestellt, wie weit er dabei gehen kann. Und es ist also zulässig und angemessen, Zeugen zu befragen. Die Rechtsprechung übrigens befindet sich auf der gleichen Ebene. Wenn ein Anwalt als Verteidiger auch in einem Strafverfahren ermitteln will, ob er in einem Verfahren bestimmte Anträge stellen will oder Fragen stellen will, so kann er durchaus auch in seiner Praxis Zeugen empfangen und diese Zeugen darüber befragen, ob und was sie zur Sache zu sagen haben. Infolgedessen liegen die gesamten Ausführungen des Herrn Dr. Kaul neben der Sache und wir müssen uns ganz entschieden gegen diese Art des Auftritts gegen die Verteidigung verwahren. Ich halte meine Frage also aufrecht und ich stelle fest, dass der Zeuge die Antwort gegeben hat, etwas, was wir vorher nicht wussten, dass regelmäßig in Auschwitz 3 Arbeitsdienstführer eingesetzt waren. Ich möchte bitten, meine Befragung fortsetzen zu dürfen. Ich bitte, auf diese Darlegung zu antworten. Es hat keinen Sinn, sich über die Möglichkeit des Ermittlungsrechts des Verteidigers hier zu unterhalten. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Tatsache, dass bei einer noch nicht abgeschlossenen Vernehmung eines Zeugen und bei einer noch nicht vorgenommenen Vernehmung eines anderen Zeugen, die beide von der Verteidigung gestellt waren, dem Zeugen gesagt werden, sie müssen sich daran erinnern, sie werden schon einen Anhaltspunkt finden. Ich bitte diesen Vorgang, für dessen Richtigkeit ich noch einmal mein eidliches Zeugnis anbiete, zu Protokoll zu nehmen. Ich behalte mir alle Maßnahmen, sowohl hinbezüglich der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wie bei der Anzeige bei dem Standesorgan vor. Und ich bitte das Hohe Schwurgericht, die erforderlichen Folgerungen aus diesen Tatsachen, die nichts mit dem Ermittlungsrecht des Verteidigers, das sehr sorgsam gehandhabt werden muss. Ich brauche das nicht als alter Praktiker. Ich wiederhole noch einmal, 12 Jahre stehe ich in der politischen Verteidigung als zugelassener Anwalt vor den Organen der Justiz. Ja. Herr Reismal, Dr. Kaul, da diese Bemerkung nicht in dem Sitzungssaal gefallen ist, besteht keine Veranlassung, Sie hier ins Protokoll zu nehmen. Das Gericht. Ich erinnere mich, die Bemerkung seinerzeit bezüglich des Herrn Langbein, wo Herr Dr. Erhardt, Rechtsanwalt Erhardt, als Zeuge hier auftrat, erfolgte auch nicht im Sitzungssaal und wurde trotzdem in einer möchte jedes Werturteil vermeiden bei der Formulierung, sehr eingehend, vielleicht berechtigt, meines Erachtens zu eingehend, aber das ist ein subjektives Wert. Er wurde darum gefragt, das ist richtig, Herr Reismal. Aber nach der Strafprozessordnung, die Sie ja kennen, ist es nur vorgeschrieben, dass der Vorsitzende solche Dinge ins Protokoll aufnehmen muss aufnehmen hat, die in der Sitzung passiert sind. Was außerhalb der Sitzung passiert ist, ich meine, Sie können zwar das heute hier uns mitteilen, aber Sie wissen ja selbst, dass wir nicht die Stelle dazu sind, um das hier irgendwie... Aber natürlich weiß ich das nicht. Natürlich sind Sie die Stelle. Nämlich? Sie brauchen natürlich nicht, das ins Protokoll aufzunehmen. Und Sie brauchen gar nichts zu berücksichtigen, was ich hier sage. Eben. Darüber besteht gar kein Zweifel. Entschuldigung, Herr Direktor, das Wort eben möchte ich nicht als einen Schlusspunkt meiner Ausführung angesehen haben. Ich bin überzeugt, dass Sie das auch nicht tun, dieses eben. Aber Sie können es und Sie sollten es im Interesse der Wahrheitsfindung. Und ich mache darauf aufmerksam, wenn mit Zeugen von Anwälten, die gleich die Träger des Beweisantrages sind, in einer derartigen Weise gesprochen wurde,
es wird ja auch die Frage zugelassen, ist vorher mit Ihnen darüber geredet worden, dann erübrigt sich eigentlich diese gesamte Beweisaufnahme. Wenn Sie es nicht ins Protokoll aufnehmen wollen, dann ist das eine Angelegenheit Ihrer Prozessführung, die ich, wie gesagt, hier an dieser Stelle jedenfalls nicht zu kritisieren habe. Das habe ich mehrfach wiederholt. Aber das, was ich hier getan habe, die Mitteilung, die ich dem Schwurgericht gemacht habe, erfolgt ausschließlich nur aus der Überlegung heraus, die Wahrheitsfindung abzusichern gegen derartige Einflüsse, die ich sowohl strafrechtlich wie standesrechtlich nicht für vertretbar halte. Ja, das ist etwas anderes. Bitte schön. Was jetzt den letzten Satz des Herrn Dr. Kaul möchte ich nicht zur Kenntnis nehmen und wenn ich ihn zur Kenntnis nehmen müsste, energisch zurückweisen. Ich halte es für meine Pflicht, der Wahrheit so weit als irgend möglich hier zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Ich habe mit dem Zeugen Fries gesprochen und habe nichts dabei verborgen. Ich habe mich vor das Lokal auf die Straße gestellt, dass mich jeder sehen konnte. Ich habe den Herrn Kaul kommen sehen. Ich habe nicht einen Augenblick mit der Unterhaltung oder mit meinen Fragen irgendwie zurückgehalten. Ich habe versucht, den Zeugen ins Gedächtnis irgendwie zu rufen, irgendwie zu fragen, ob er nicht Stützen hätte für diese oder jene seiner Vorstellungen. Und ich habe ihn gefragt, ob aus seiner Bekundung, die er mir wiederholt hat, dass der Stiebitz damals nicht beim Arbeitsdienst gewesen wäre, ob er irgendwelche Anhaltspunkte hätte. Und dieser Teil des Gesprächs, den der Herr Kaul wiedergibt, ist derjenige gewesen, wo ich den Herrn Engelschall gefragt habe, nicht zu dem, was ich in dem Beweisantrag genannt habe, sondern zu der Frage, wann Stiebitz zum Arbeitsdienst gekommen wäre. Hat er gesagt, er war zunächst überhaupt nicht beim Arbeitsdienst. Er wird uns das näher sagen können. Und ich habe gesagt, können Sie denn nicht irgendeinen Anhaltspunkt haben? Sie müssten doch sich erinnern können, wenn ich Ihnen sage, war das, als die Russen ins Lager kamen, schon? Oder ist das, nachdem die Russen gekommen sind? Und das ist ein Einbruch gewesen in den üblichen Lagerablauf, der sich ja irgendwo im Gedächtnis festhält. Die Zeugen haben mir aber keine konkreten Angaben geben müssen. Aber ich habe sie befragt und habe sie auch konkret nach bestimmten Gedächtnisstützen gefragt. Also ich habe Tatsachen genannt, von denen ich deren Existenz ich kenne, und gefragt, ob Sie aufgrund dieser Überlegungen irgendwie Ihr Gedächtnis auffrischen könnten. Sie konnten es leider nicht, sonst würde ich hier viel konkretere Fragen stellen können. Also Sie wissen genau, wo Ihre Pflichten liegen und was Sie als Anwalt nicht dürfen. Und darüber zu entscheiden hat nicht das Schwurgericht, sondern die Anwaltskammer. Herr Vorsitzender, darf ich darauf hinweisen, dass aber nunmehr alles das, was der Herr Kollege Professor Kaul eben vorgetragen hat, bestätigt worden ist durch die Worte des Kollegen Dr. Erhardt, und zwar nunmehr im Verhandlungssaal. Und ich darf nunmehr bitten, den wesentlichen Inhalt seiner Worte zu Protokoll zu nehmen, denn nunmehr war es nicht vor dem Verhandlungssaal, sondern im Verhandlungssaal. Und ich glaube in der Tat, dass aus diesen Worten einige Konsequenzen zu ziehen sein wird. Haben Sie gehört, dass der Rechtsanwalt Erhardt eine strafbare Handlung eben begangen hat, oder eingewandt hat? Ich möchte mir zunächst ein Urteil darüber... Also ich habe es jedenfalls nicht gehört. Ich habe nur eine Verteidigungsrede gehört, aber nicht ein Eingeständnis einer strafbaren Handlung. Die Behauptung haben Sie von mir gehört, Herr ja, Professor. Richtig. Die Verteidigung haben Sie von den Beschuldigten ja, gehört. Ja, richtig. Aber die Tat selbst habe ich hier nicht gehört. Und nur das habe ich zu Protokoll zu nehmen. Damit ist jetzt diese Protokollfrage erledigt. Nun, was haben Sie für eine Frage zu stellen gehabt? Frage gestellt, Herr Vorsitzender, ob es richtig ist, dass regelmäßig nur 3 Arbeitsdienstführer tätig waren. Wie ist das gewesen? Waren mehr oder weniger oder nur 3? Im Stammlager nach meinen Wissens 3. 3, ja, weiter. Herr Zeuge, wenn regelmäßig nur 3 Arbeitsdienstführer tätig waren, wenn ich Ihnen das jetzt ins Gedächtnis zurückrufen darf, hatten Sie meines Wissens vorhin gesagt, als Sie hingekommen sind, waren als Arbeitsdienstführer eingesetzt Hössler und Schoppe. Ja, stimmt. Und dann sind Sie als Dritter hinzugekommen. Ist das richtig? Ja, und 4 Wochen später ist dann der Hössler weg und da ist einer zugekommen. Ich kann aber nicht sagen, war das Stiebitz oder war das nicht. Ja, meine Frage ist ja nur die, wenn Sie regelmäßig, also 3 Arbeitsdienstführer waren, Hössler und Schoppe waren da und Sie sind dann hinzugekommen. Ja. Das ist meine Frage. Ist es dann wahrscheinlich, dass Stiebitz nach Ihnen gekommen ist? Ich habe schon mal geäußert, es ist einer dazugekommen. Ich weiß aber nicht, wer. Ich kann nicht sagen, war es ein Stiebitz oder war es ein anderer.
Herr Richter, waren Sie heute Morgen da in der Verhandlung? Ja, ich war heute Morgen. Ja, dann wissen Sie doch genau, dass diese Frage dem Zeugen schon wiederholt vorgelegt worden ist. Erst hat der Zeuge gesagt, wie ich hingekommen bin, war der Stiebitz noch nicht da. Dann hat ihm der Staatsanwalt Vorhaltungen gemacht über dies oder jenes und was er früher ausgesagt hat und so weiter. Und dann hat er endgültig sich dahin geäußert, ich kann es heute mit dem besten Willen nicht mehr sagen, ob er da war oder ob er später gekommen ist oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Herr Vorsitzender, meine Befragung dient ja nur dem Zweck, aufgrund der Tatsache, dass regelmäßig nur drei Arbeitsdienstführer da waren, dem Zeugen eine neue Gedächtnisstütze zu geben. Der Zeuge sagt, es ist möglich, dass der Hössler weggekommen ist und dass dafür der Stiebitz gekommen ist. Ich weiß es nicht mehr. Meine Befragung ist ja auch damit beendet, Herr Vorsitzender. Ist in Ordnung. Ich wollte dann nur diesen Gesichtspunkt noch mal eingeführt haben. Dann ist es genauso gut möglich, dass Stiebitz und Hössler da waren als Arbeitsdienstführer und dass Hössler dann weg ist und Fries kam dazu und dann der Schuppe als Dritter dabei. Also naja, es ist alles möglich. Es ist offen und er weiß es nicht mehr. Herr Landgerichtsrat Hummerich. Herr Zeuge, Sie waren als Arbeitsdienstführer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, im Lager Auschwitz I eingesetzt. Ja. Mit Ihren beiden Kameraden. Ja, mit zwei. Ja, mit zweien. Nun hatten Sie ja nun auch eine ganze Reihe von Außenlagern. Größere und kleinere. Ja, das waren wieder andere. Da waren wieder Waren da auch Arbeitsdienstführer? Ja. Kamen Sie mit denen jemals zusammen oder kannten Sie die gar nicht? Kennen schon, telefonisch vielleicht. Ne? Ja. Können Sie ausschließen, dass Stiebitz etwa da draußen war und später von draußen da reinkam und vor Ihnen schon mal da war, was Sie gar nicht wissen? Kann ich auch nicht. Haben Sie keine Ahnung von? Sie kamen ja damals von Dachau. Nee. Wo kamen Sie her? Von Flossenbürg. Von Flossenbürg. Und Sie haben Stiebitz auch vorher nicht gekannt gehabt? Also das können Sie nicht ausschließen, dass der vorher schon beim Außenlager war. Waren Sie auch mal zwischendurch im Außenlager tätig? Sie waren immer in Auschwitz. Aber diese Dinge wissen Sie alle gar nicht. Dankeschön. Wenn keine... Noch eine Frage, bitteschön. Es ist keine Frage. Ich wollte nur noch folgende Erklärung hier dazu abgeben, Herr Vorsitzender. Die Fragen, die protokolliert worden sind und über die Sie beschlossen haben, dass sie jetzt nicht gestellt werden können, weil der Verteidigung die Vorbereitung gefehlt hat, die bezog sich lediglich, die war lediglich darauf gezielt, ein insoweit von dem Angeklagten Kaduk abgelegtes Geständnis hier durch den Zeugen bestätigen zu lassen. Ich verzichte auf die Frage. Nehmen Sie das Protokoll auf. Staatsanwalt Küchler verzichtet auf die von ihm zuvor an den Zeugen Fries gestellten Fragen, über deren Zulässigkeit noch nicht entschieden ist und die auch Gegenstand des Protokolls waren. Sie haben es aufgeschrieben. Ja? So. Wer? Herr Dr. Kaul? Ich bin nicht in der Lage, zu diesem Zeugen zunächst eine Erklärung abzugeben, weil ich das erst im Einzelnen, den gesamten Sachvorgang, der hier sich eben abgerollt hat, einer sehr genauen Betrachtung und Analyse unterziehen muss, sowohl hinsichtlich der standesrechtlichen wie auch der strafrechtlichen Fragen. Ich gebe zu der Entlassung des Zeugen zunächst keine Fragen ab. Ich halte es für erforderlich. Mir ging es nicht nur um das Geständnis des Zeugen, des Angeklagten Kaduk. Mir ging es, wie ich darlegte, um Mulka, um auch dort im Rahmen der meine Stellung, wenn für mein subjektives Empfinden auch eingeengten Grenzen zu halten, unter Bezugnahme auf Ihre Erklärung. Ja, also das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, Sie wollen die Fragen bezüglich des Mulka noch gestellt haben. Ja. Das heißt, dass wir dann den Zeugen noch mal kommen lassen müssen. Ich behalte mir vor, ob ich diesen Antrag stellen werde. Ja, also, Rechtsanwalt, es dreht sich um Folgendes. Entweder Sie stellen heute diesen Antrag nicht, dann wird der Zeuge beeidigt und entlassen. Oder Sie... Über die Beeidigung haben wir überhaupt noch nicht. Naja, schön, also der wird nicht bald, jedenfalls wird entschieden über die Beeidigung, der wird entlassen. Oder Sie stellen den Antrag nicht, dann bleibt die Frage der Beeidigung offen. Der Zeuge wird nicht beeidigt, sondern er wird dann beeidigt, wenn seine Vernehmung abgeschlossen ist. Ich stelle den Antrag den Zeugen zu der Tätigkeit, zumal er einer der wenigen ist, wenn er nun schon einmal hier ist, die Aussagen können über den Zeitabschnitt, in dem der Angeklagte Mulka im Lager Adjutant war, ob er uns hierzu zu seiner Tätigkeit im Allgemeinen, zu seiner rein theoretischen funktionellen Tätigkeit im Allgemeinen und insbesondere zu der Möglichkeit, dass der Angeklagte Mulka an Selektionen teilgenommen hat, irgendwelche Angaben machen kann.
Diesen Antrag stelle ich mit Rücksicht darauf, dass dieser Zeuge von der Verteidigung hierher bestellt worden ist. Alles andere behalte ich mir auch hinsichtlich Ihrer Entscheidungen vor. Also, Sie, wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie den Zeugen gefragt wissen über seine Tätigkeit, des Angeklagten Mulka, insbesondere über die Frage, ob Mulka sich... Er gehörte zur Kommandantur, nicht als Arbeitsführer. Insofern muss er uns sagen können, was ein Adjutant zu tun hat, nachdem der Angeklagte Mulka uns das nicht hat sagen können. Jedenfalls nicht in der erschöpfenden Form, die wir benötigen. Weiterhin möchte ich speziell von ihm wissen, ob der Angeklagte Mulka an Selektionen teilgenommen hat. Ja. Nehmen Sie ins Protokoll auf, bitte. Rechtsanwalt Dr. Kaul beantragt den Zeugen zu vernehmen über die Tätigkeit des Angeklagten Mulka und insbesondere über die Frage, ob Mulka sich auf der Rampe an Selektionen beteiligt habe. Ich darf noch einmal zu diesem Zusammenhang. Ich habe bis jetzt versucht, den Trend zu halten, alles zu vermeiden, was die Verhandlung ausweitet. Ich darf noch einmal Bezug nehmen, dass nach meiner Überlegung der § 246.2 in diesem Zusammenhang nicht auf das Beweisthema abzustellen ist und insofern der Verteidigung kein Recht für eine Aussetzung gibt, weil es sich ja nicht um ein neues Beweisthema handelt. Es handelt sich um ein Beweisthema, das fortgesetzt jeden Tag, Tag für Verhandlungstag, seit 7 Monaten hier abgehandelt wird. Und es kommt also nur auf die Person des Zeugen an, soweit 246.2 der Verteidigung ein Recht gibt, das ich bestimmt nicht bereit bin einzuschränken. Und insoweit meine ich, dass die Verteidigung die Möglichkeit hatte, sich über die Person klar zu werden. Insoweit meine ich, dass die von dem Herrn Vorsitzenden geäußerte Ansicht des Schwurgerichts, die Rechte der Aussetzung des 246.2 beziehen sich in diesem Fall auch auf das Beweisthema, rechtsirrig sind. Denn dieses Beweisthema ist seit Monaten bekannt. Dass hier nun als Beweisträger dieser Zeuge von der Verteidigung im Übrigen in einem anderen Zusammenhang geladen erschienen ist, gäbe der Verteidigung ein Recht aus 246.2, soweit es die Person des Zeugen belangt. Nicht aber das Beweisthema. Das habe ich versucht im Interesse der Verhandlungsökonomie so kurz wie möglich. Ich dachte, mich verständlich zu machen. Ich werde mich in Zukunft eingehender äußern müssen. Darzulegen, das Schwurgericht ist darüber hinweggegangen. Ich meine, dass noch einmal, da das Beweisthema ein altes ist, trifft 246.2 nicht zu, sondern nur hinsichtlich der Person. Hinsichtlich der Person hat aber die Verteidigung nun doch geeignete Möglichkeiten in einem Übermaß gehabt, durch auch persönliche und private Rücksprachen in der Pausen sich Kenntnis zu verschaffen. Das muss ich mir verbieten als Verteidiger. Ach, Sie können sich gar nicht verbieten, was ich sage. So, also Herr Rechtsanwalt, Sie haben uns, glaube ich, Ihre Meinung vorgetragen und damit erhebt sich die Frage, wie steht es mit dem Einwand der Verteidigung zu dieser Fragestellung? Der bleibt selbstverständlich aufrechterhalten und ich bin der Ansicht gewesen, dass darüber schon eine Entscheidung getroffen ist, sodass nicht nochmal entschieden werden kann. Auch aufgrund es war zunächst die Entscheidung getroffen über die Fragen, die die Staatsanwaltschaft gestellt hat, die mittlerweile verzichtet hat. Und Sie verwahren sich also gegen diese Fragestellung mit Rücksicht auf 246.2 der Strafprozessordnung. Nehmen Sie das bitte auf, Herr Hün. So, Herr Zeuge, dann treten Sie bitte mal zurück, bis wir später entscheiden, ob Sie diese Fragen noch beantworten sollen. Stark, wollten Sie ihn noch was fragen? Kommen Sie doch mal zurück, Herr Friss. Was haben Sie zu fragen? Wegen des Falles Stiebitz wollte ich noch. Ja. Ich wollte den Zeugen fragen, wann er nach Auschwitz gekommen ist. Der Zeuge? Jawohl. Das hat der Zeuge uns aber schon beantwortet heute früh und hat gesagt, einen kleinen Moment, im Sommer 1942, jawohl. Kann ich das vielleicht noch etwas präzisieren? Der Sommer ist ja 3 Monate. Wissen Sie, Herr Zeuge, genau wann Sie hingekommen sind? Sie haben gesagt, ich kann das Monat nicht genau sagen. Deutsche, alle haben nachgeforscht, wann noch was. Sie können es im Augenblick nicht genau sagen. Nee. Er kann es im Augenblick nicht genau sagen, Herr. Welche Außenlager hat es denn damals gegeben, wo eventuell Arbeitsdienstführer eingesetzt gewesen wären, als sie hinkamen? Birkenau. War da ein Arbeitsdienstführer schon? Oder war Birkenau damals erst im Aufbau, ohne Arbeitsdienstführer?
kann sein, dass erst den Aufbau. Das war tatsächlich so, das war erst im Aufbau. Und sonst gab es überhaupt noch gar keine Außenkommandos. Buna war auch im Aufbau. Und ja, aber Buna wurde doch aufgebaut und zu dem Aufbauen braucht man doch Arbeitskräfte und zu den Arbeitskräften doch auch einen Arbeitsdienstführer. Wurden die alle von Auschwitz I verwandt? Jawohl, die wurden da gesteuert. Von Auschwitz I? Jawohl. Also Sie, Ihnen ist nicht bekannt, ob noch weitere Lager und weitere Arbeitsdienstführer vor allen Dingen eingesetzt waren? Zu der Zeit, das konnte ich nicht sagen. Weiß er nicht. Später auf jeden Fall. Jawohl, jawohl, das stimmt. Ja. Es geht ja hier um die Frage, ob da der Stiewitz eventuell in einem Außenlager eingesetzt war. Ja. Jetzt hat er also bestätigt, dass es gar keine Arbeitsdienstführer in Außenlagern gab, als er kam. Wissen Sie das genau, Herr Zeuge, dass es andere Arbeitsdienstführer als in Auschwitz I zu der Zeit, als Sie hinkamen, nicht gegeben hat? So viel mir bekannt ist, stimmt das schon, dass erst aufgebaut worden ist, Birkenau. Ist Birkenau erst aufgebaut worden? Und wie ist es mit den übrigen Lagern gewesen, zum Beispiel Buna? Das war später. Das war später. Wissen Sie, das müssen Sie doch eigentlich wissen, wie Sie nach Auschwitz gekommen sind, ob da Auschwitz I den gesamten Arbeitseinsatz für alle Lager gesteuert hat? Müssen doch so viel Erinnerung an Ihr damaliges Tätigkeitsgebiet haben. Das ist doch kein einmaliger Fall, sondern das ist doch eine Lage gewesen, die Sie vorgefunden haben. Da waren so viele Kommando da, aber ob sie alle von Stammlochen rausgekommen sind, möglich ist. Möglich ist es, sagt der Zeuge. Genau, das stimmt schon, das ist erst angefangen worden zum Aufbauen. Und Buna war noch später noch. Ja, da war noch Monowitz und war, bitte? Ja, das ist Buna. Und war ja, identisch haben, mit ja, Buna. Mona ist identisch, ja. Dann war noch Reisko und war... Da gab es auch keinen Arbeitseinsatz. Nee. Weiß ich nicht. Das war nur ein Kommando. War nur Herr ein Zeuge, Kommando. Kennen Sie mich? Wissen Sie, wo mein Büro war? In der selben Baracken. Neben Ihnen, nicht? Und da kann ich mir schon da auch ein Wort erlauben, wer Arbeitsdienstführer war. Wenn ich Ihnen nun sage, dass damals, ehe Sie hinkamen, oder zu dem Zeitpunkt, erster Arbeitsdienstführer Hössler, ja. Zweiter Emmerich, dritter Schoppe. Dann wurde Hössler befördert, da kamen Sie noch dazu. Und dann kamen noch eins oder zwei weitere dazu, für die Außenlager und so weiter. Also das ist die Darstellung des Angeklagten Stark, dass es damals so gewesen sei. Der sein Büro neben dem Arbeitsdienst hatte. Schoppe und Hössler, das weiß ich. Und Emmerich, so viel mir bekannt ist, hat er mich abgelöst. Der war damals schon da, die drei. Hössler erster, Emmerich zweiter und Schoppe dritter. Ja, also Herr Stark, der Angeklagte kann sich, der Zeuge kann sich nicht erinnern, er hat uns das jetzt auch wiederholt. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, also ich komme da mal drauf. Er hat eben gesagt, dass, soweit er sich erinnern kann, hat er Emmerich ihn abgelöst, als er wegkam. Also. Das hat ja nichts mit Stiewitz zu tun, nicht? Ja, Moment, aber das, was Sie ihm eben vorgehalten haben, hat der Zeuge nicht anerkannt, sondern er hat gemeint, es wäre gerade umgekehrt, der Emmerich hätte ihn abgelöst. Nicht? Jawohl. Und Sie sagten noch, der Emmerich wäre schon dort gewesen, wie er hingekommen wäre und wäre mit ihm zusammen da geblieben und er hätte den Höss abgelöst, oder wie? Hössler abgelöst. Hössler, jawohl. Schön. Und nun, ist sonst noch eine Frage? Nein. Herr Zeuge, Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie bestraft worden sind mit 14 Jahren Zuchthaus. Waren diese Taten, die damals den Gegenstand des Urteils bildeten, auch in Auschwitz begangen? Außerhalb von Auschwitz? Ja. Aber er war Angeschuldigter in diesem Verfahren und ist außer Verfolgung gesetzt worden. Und es ist Beschwerde eingelegt.
Soweit ich gehört habe, Herr Staatsanwalt, ist dagegen eine Beschwerde eingelegt worden. Nein, er ist teilweise außer Verfolgung gesetzt, teilweise ist nach § 154 von der Anklagerhebung abgesehen worden. Und das ist nicht mehr mit Beschwerde angegriffen worden? Das ist nicht mit Beschwerde angegriffen worden. Aber die Außerverfolgung es laufen außerdem noch weitere Ermittlungen in einem abgetrennten Verfahren. Ja, nun, Herr Zeuge, bitte nehmen Sie hinten einmal Platz. Wir werden Ihnen nachher sagen, ob wir Sie noch weiter befragen müssen. Nun. Schließe mich dem Antrag an. Schließe mich an. Hier werden keine Anträge gestellt. Dann nehmen Sie vorläufig hinten Platz. Bitte? Ist der Zeuge schon entlassen? Nein, noch nicht. Wir müssen erst über seine Beweisung entscheiden. An den Zeugen Engelschall geschrieben habe, dem Gericht vorzulegen. Ich habe ihn damals gefragt, ob er zu den Aussagen, die er damals vor der Staatsanwaltschaft gemacht hätte, stehen könnte, ob er anderes dazu zu sagen hätte und ähnlich. Ich lege gerne das Schreiben vor. Wenn Sie wollen, ich gebe am Anheim. Ich gerne. Selbst. Der Zeuge Morgenstern. Wie ist denn das? Dies durch den Rechtsanwalt Dr. Kaul zur Tätigkeit des Angeklagten Mulka in Auschwitz wird zugelassen. Ich bitte den Zeugen Fries noch mal vorzutreten. Herr Rechtsanwalt Dr. Kaul, was wollten Sie von dem Zeugen Fries noch wissen? Ich, zu der Zeit, in der Sie in Auschwitz waren, war Adjutant des Kommandanten wer? Sturmführer Mulka. Mulka. Können Sie uns etwas Genaueres sagen, was der Adjutant im Allgemeinen und der Adjutant Mulka im Besonderen für einen Aufgabenkreis hatte? Ich weiß nur, dass er in der Kommandantur war, wo auch der Lagerkommandant war. So schön, was macht er? Schreibarbeiten. Was für Schreibarbeiten? Ja. Sie gehörten doch auch zur Kommandantur. Ja, aber doch nicht. Aber doch Sie nicht tun doch auch ein K, nicht? Aber nicht zur Kommandantur und das war ja eine ganz andere Abteilung, wie ich war. Na gut. Was hatte nun der Adjutant des Kommandanten für Aufgaben? Na, ich nehme außen eingehende Posten, was alles so erledigt. So. Also er machte die Post. Und was macht er noch? Ja. Da müssen Sie schon entschuldigen, ich war ja nicht Adjutant, ich weiß ja nicht, was er vor Aufgabenbereich hat. Aha. Haben Sie einmal gesehen, haben Sie die Selektion auf der sogenannten Rampe beobachtet? Wissen Sie etwas davon? Selbstverständlich. Können Sie uns etwas davon erzählen, wie das verlief? Ja, die Transporte sind eingelaufen und wurden dann ausgeladen und getrennt. Die Männer allein und die Frauen und die Kinder allein. Was geschah dann? Dann wurden die Berufe aufgerufen. Die Maurer, Zimmerleute, Schlosser. Und diese, wo sie dann gemeldet haben, die sind dann in Stammlager gekommen und alles andere sind mit dem LKW weg von nach Birkenau. Und? Wofür? Wozu? Ja. Wozu? Sie hat geheißen, ein Teil kommen im Lager und ein Teil zur Selektion. Die, nachdem die Berufe aufgerufen wurden, das hören wir zwar nicht zum ersten Mal, aber sehr selten. Die wurden nicht gleich ausgesondert nach Arbeitsfähigen und nach Nicht-Arbeitsfähigen, sondern die wurden nach Berufen erst ausgesondert? Ja, die Berufe, wo in Stammlager benötigt worden sind, die sind da. Die kamen von vornherein weg. Ja. Und die anderen wurden noch einmal unterschiedlich behandelt? Das weiß ich nicht. Na, also Sie wissen doch genauso, wie ich es weiß, wie jeder es im Saale weiß, dass ein großer Teil dieser unglücklichen Opfer, die in den Transporten ankommen, in die Gaskammern gebracht wurden. Das haben die, war schon, so viel wie ich weiß, war immer dort der Hauptchauffeur Aumeier und der Obersturmführer Schwarz. Haben Sie den Angeklagten Mulka einmal dort gesehen? Nein. Haben Sie nicht dort gesehen? Ich danke Ihnen schön. Keine Frage mehr. Herr Vorsitzender, verzeihen Sie bitte, ich habe das vorhin vergessen zu sagen. Ich möchte die Presse dringend bitten, den Namen des eben vernommenen Zeugen nicht zu veröffentlichen, weil das unter Umständen für ihn unangenehm ist. Es tut mir leid, dass ich es vorhin nicht gesagt habe. Ich wäre aber sehr dankbar, wenn es möglich wäre, dass der Name des eben vernommenen Zeugen nicht veröffentlicht würde.
Sonst sind Vorhaltungen, Erklärungen, Fragen nicht mehr zu machen. Werden bezüglich der Beeidigung Anträge gestellt? Beantrage gemäß § 60 Ziffer 3 von der Vereidigung abzusehen. Schließe mich an. Von Seiten der Verteidigung wird kein Herr Rechtsanwalt Dr. Stolling 2. Ich beantrage die Beeidigung. Ja. Wir werden dann gleich über die Beeidigung des Zeugen entscheiden. Wollen Sie eine nähere Begründung abgeben, Herr Dr. Stolling, für Ihren Antrag, dass der Zeuge beeidigt werden soll? Ich habe bisher noch nicht erkannt, dass der Zeuge irgendwie der Tat beteiligt sein könnte. Aus diesem Grunde, ich, Herr Staatsanwalt. Ich unterbreche Sie doch auch nicht. Ich dachte, Sie wären schon fertig. So, oder dann will ich Sie Ihnen überlassen. Ich bin nicht fertig, aber ich höre auf. So, wenn keine Anträge... Ich möchte in dem Zusammenhang nur auf einen Punkt hinweisen. Ich darf noch einmal hinweisen auf die Aussagen des Zeugen Schupper, in denen er sich sehr eingehend über diesen Zeugen hier geäußert hat. Ich brauche das nicht noch einmal zu wiederholen. Es den sich einwandfrei ergibt, dass der Zeuge mit zu dem Kreis gehört, der Täter, die bewusst und gewollt zusammengearbeitet haben und zusammen tätig geworden sind. Ich verweise insoweit auf die Vernehmungen des Zeugen Schupper. Ich habe das, die Blattzahl, ich bitte um Entschuldigung im Augenblick nicht. Also er hat das hier nicht gesagt, denn die Frage wurde nicht zugelassen. Ich aber verweise ausdrücklich auf die Polizei, auf die richterliche Vernehmung des Zeugen Schupper. Ich sage, Herr Kollege, dass mir die Blattzahl im Moment nicht geläufig ist, aber sie ist bekannt. Ihre Frage ist nicht zugelassen worden damals. Sie ist also allgemein, diese Stelle in der Vernehmung bekannt, in der er nun, also wenn es nötig ist, der Zeuge Schupper erklärt hat, es war genau, bitte? Es war genau derselbe Typ wie Kaduk, ein Bluthund und ähnliches. Ich erwähne das zur Begründung meines Beitrittes zu den Ausführungen der Staatsanwalt Vogel, den Zeugen unbeeidigt zu lassen. Ich habe nur geglaubt, es sei überflüssig, weil ich es vorhin schon erwähnt habe. Ich möchte es deshalb hiermit nochmals wiederholen. Fries war Angeschuldigter in diesem Verfahren. Das Verfahren wurde teilweise außer Verfolgung gesetzt in einem Punkt. In einem anderen Punkt wurde gemäß § 154 der Strafprozessordnung verfahren. Und außerdem läuft noch ein abgetrenntes Ermittlungsverfahren wegen seiner Tätigkeit im Lager Auschwitz selbst. Herr Rechtsanwalt Schulling. Herr Direktor, die Tatsache allein, dass jemand mitbeschuldigt in einem Verfahren gewesen ist, rechtfertigt nach der Auffassung der Verteidigung keinesfalls, ihn auf seine Aussage hin nicht zu beeiden. Denn dann hätte die Staatsanwaltschaft es ja immer in der Hand. Sie hat ja die Möglichkeit, eine Vielzahl von Menschen in ein Verfahren als Beschuldigte mit hineinzuziehen oder als Beschuldigte zu vernehmen. Und dann könnten die alle in einer späteren Hauptverhandlung nicht mehr beeidigt werden. Es muss meines Erachtens, um in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung hier zu dem Ergebnis kommen zu können, dass der Zeuge nicht beeidigt wird, mindestens ein hinreichender Verdacht einer persönlichen Schuld, einer persönlichen strafrechtlichen Schuld in irgendeiner Form der Teilnahme an der Handlung, die den Angeklagten zur Last gelegt wird, vorliegen. Die Tatsache allein, dass der Zeuge ebenfalls als SS-Mann oder als Arbeitsdienstführer oder als sonst etwas in Auschwitz gewesen ist, rechtfertigt meines Erachtens nicht, grundsätzlich alle SS-Angehörigen nicht zu beeiden. Dann könnte auch die Verteidigung ja auf den Standpunkt, mit Recht den Standpunkt vertreten, dass alle diejenigen Häftlinge, die irgendeine Funktion zu irgendeinem Zeitpunkt im Konzentrationslager Auschwitz ausgeübt haben, aus diesem Grunde nicht vereidigt werden dürften, weil sie unter Umständen als Funktionshäftlinge Beihilfehandlungen geleistet hätten zu den, wie so oft hier von einer Seite gesagt wird, in bewusstem und gewolltem Zusammenhang betriebenen Massenmorden. Ich halte meinen Antrag auf Vereidigung dieses Zeugen aufrecht. Ich hatte bisher geglaubt, dass Herr Dr. Stolding den Akteninhalt genügend gegenwärtig hat, um sich selbst ein Bild zu verschaffen. Ich möchte Sie dann also nochmals darauf hinweisen, dem Zeugen Fries war zur Last gelegt worden, Beteiligung an Selektionen auf der Rampe von Birkenau zu der gleichen Zeit, zu der auch dem Angeklagten Mulka dieser Vorwurf gemacht wird. Ich glaube, wenn darin kein Grund liegt, von der Vereidigung abzusehen, dann ist allerdings nicht ersichtlich, wann abgesehen werden soll. Ja. Der Zeuge Fries hatte selbst zugegeben, dass er auf der Rampe war, dass er
Arbeitskräfte nach Berufen geordnet rausgeholt, ins Lager geführt hat und dem Angeklagten Mulka wird zur Last gelegt, dass er in dieser Zeit für die Abwicklung der Selektion verantwortlich oder zumindest mitverantwortlich gewesen sein soll. Ja, aber Herr Staatsanwalt, so viel Sie sagen, ist doch das Verfahren gegen den Angeschuldigten nicht durchgeführt worden. Er ist sogar außer Verfolgung gesetzt worden. Nein, insoweit ist nach § 154 von der Anklagerhebung abgesehen worden. Außer Verfolgung gesetzt wurde er nur wegen des Vorwurfs, innerhalb des Lagers an der Schwarzen Wand bei Erschießungen beteiligt gewesen zu sein. Ich schließe mich dem Antrag von Herrn Dr. Stolling an. Der Zeuge ist zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Demgemäß spricht prima facie alles dafür, dass seine Taten, die in Auschwitz begangen haben, in diesem Urteil eine Sühne gefunden haben. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft glaubt, dass noch weitere belastende Momente vorliegen, dann müssten die subsaniert vorgetragen werden. Das ist nicht der Fall. Bevor Sie die Bemerkung gemacht haben, Herr Rechtsanwalt Gerhard, hätte ich Ihnen empfohlen, das Urteil zu lesen. Das bezieht sich nämlich in erster Linie, wie auch der Zeuge schon erwähnt hatte, auf seine Tätigkeit in Dachau. Wäre zu dem. Es sind hier gar nicht allgemeine Verdächtigungen, sondern ich beziehe mich ausdrücklich auf die Vernehmung, die richterliche Vernehmung des Zeugen Schupper, die Bestandteil der Akten ist und die hier bereits zum Gegenstand der Verhandlung durch die Frage meines Kollegen Rabe gemacht worden war. Die Frage ist leider nicht zugelassen worden. Hier ist ganz eindeutig von einer Tatgemeinschaft des Zeugen mit den Angeklagten gesprochen worden. Die erfolgte Verurteilung hat in diesem Zusammenhang nichts mit diesen Dingen zu tun, zu denen sich Schluppe geäußert hat. Denn hier bezieht es sich auf Dachau und dort ist ausdrücklich auf Auschwitz hingewiesen, denn Schluppe kannte ihn nur aus Auschwitz. Und deswegen meine ich, ist das absolut präzisiert und umrissen, wie überhaupt die Nebenklage sich sehr davor hütet, ganz allgemeine Verdächtigungen auszusprechen. Ich weise im Übrigen mit aller Energie die hier entstehen, hier schon einmal gemachten Versuch der Verteidigung zurück, Häftlinge in den Tatkreis mit einzubeziehen. Wir wissen alle, unter welchen Umständen Häftlinge handeln mussten, dass das also nicht im geringsten mit der Tatsache zu tun hat. Ja. Es ist auch danach. Dankeschön. Meine Herren, wollen Sie sich bitte nicht privat unterhalten, da ist jetzt nicht die Zeit dazu. Eben. Ja, wie ist es mit morgen, meine Herren von der Staatsanwaltschaft? Es war vorgesehen, der Zeuge Buchelmann und der Zeuge Leischow